Berlot, so früherer Kombinierer, glaube ich, der jetzt hier im Einsatz ist. Das ist Dimitseits, der Weltmeister. Was zeigt er auf dieser Schanze? Einen guten Sprung, sehr guten Sprung. Gute Bedingungen, unten Aufwind. Und den hat er erreicht. Und das war ganz ausschlaggebend für diese 134 Meter, die Topweite bisher. Ja, genau an der Grenze, dass der noch funktioniert. Hat sich jetzt mal wieder ein bisschen mehr Zeit genommen für einen Absprung wie in der letzten Zeit. Da ist er gerne mal ein bisschen kurz geworden. Der war jetzt richtig schön lang. Nutzt die Bedingungen aus, macht einen schönen Telemark im hohen Weitenbereich. Respekt. So, Gaspar Berlot, also hier heute mit dem